So, hallo, wir machen weiter bei Among Us. Wir haben jetzt mal ein paar Sachen komplett umgestellt und zwar so, dass wir eine Runde konstruiertes Hide and Seek spielen können. Kann sein, dass wir gleich wieder zum normalen Modus wechseln, falls es nicht so funktioniert. Aber es soll also so sein, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass wir wissen, wer der Imposter ist. Es gibt genau eine Task, die wir finden müssen. Wir dürfen nicht auf die Karte schauen. Und wenn ja, Com wird aktiviert und auch nicht deaktiviert. Das auch gehört auch noch dazu. Und wir suchen dann also zu fünft einen Task. Gette ich das jetzt so richtig? Ja, und man darf Ja. nicht auf die Karte gucken. Also vor allen Dingen nicht am Anfang, bevor Comms Ja, aktiviert klar, wurde. genau. Ja. Und wenn keiner Com loslöst, bleibt es ja sozusagen aktiviert und dann. Und man darf eigentlich, oben links wird ja auch angezeigt, was der Task ist. Ich glaube, eigentlich darf man da gar nicht hingucken. Hä? Ja, dies muss man so sehr schnell zumachen. Oh Gott. Wie macht man das? Kannst du machen? Also auf meinem Controller ist Einfach das L, sehr schnell aber draufklicken. ich weiß nicht, was es bei euch ist. Also man muss Einfach es halt sehr schnell irgendwie, draufklicken. man muss es halt irgendwie hinkriegen, da nicht, einfach nicht hinzugucken und das zuzumachen. Gucke ich doch automatisch hin, wenn ich es zuklicke. Oder andere Ansatz. Wir machen alle die Augen zu. Also man sieht ja, was man ist. Und wenn man sieht, dass man Crewmate ist, machen wir die Augen zu, solange bis der Imposter sagt, er hat Comms aktiviert. Dann dürfen wir die Augen aufmachen, weil dann sieht man den Task nicht mehr. Okay. Okay. Und Okay. gibt's bei Colin wieder einen schwarzen Bildschirm in der Aufnahme. Ja. Also, das wäre jetzt so mein Vorschlag, weil ich glaube, dann kriegen wir es koordiniert. Ja, Auf jeden Fall. können wir probieren. Ja, Okay, dann also können das wir heißt, starten. ich starte, wir machen Quatsch, wir warten, bis wir sehen, was wir sind. Dann sagt der Imposter, wer er ist, und der Rest macht die Augen zu. Genau. Ja. Korrekt. Okay, ja, wir probieren es Also. einfach mal aus. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, du verrät das auch? Oder ist es egal? Bitte? Ach so, dann darf ich mich Egal. jetzt nicht muten, weil. Ah, dann darf ich mich nicht muten, weil vielleicht bin ich ja Nee. Imposter. Genau. Ich würde sagen, dafür Ja, müssen wir so uns viel jetzt dazu, schließen, ich bin oder? Imposter. Sehr schön. Ernsthaft? Ich habe die Augen zu. Okay, Sabotage. Wo ist denn Com? Oh Wieso? Gott, wo ist denn das? Da unten. Ja. Das, wo ein Kommunikation. WLAN-Zeichen ist. Ich kann es Genau. nicht klicken, jetzt habe ich es geklickt. Okay. Nö. Sehr gut. Okay. Ja. Okay, ja, aber jetzt Wie eine sieht das? ganz dumme Frage. Ja. Jetzt, Ich sehe den Task ja warte, trotzdem. warte, warte. Conn zählt jetzt von 10 runter. Solange können wir uns schon mal frei Nee, bewegen. also Und nach die 10 Tasks, die du da kommt dann siehst das in Comms. Ach, das ist Fake, das ist Fake. Und du siehst deine Fake-Tasks, Das genau. ist Das meine sind nicht die Fake-Task. Tasks. Das Das ist ja gar ist nicht nicht, das die, ist nicht der echte das Task. ist nicht die, die ihr machen müsst. Okay, never mind, ich habe Ja. nichts gesagt. Okay. Ja. So, wie machen wir das jetzt? Okay, ja, Conn, dann ich. Zähl 5 Sekunden und dann darfst du erst losrennen, Meine okay? Verrätersicht ist ja. Verrätersicht. Ja, doch, meine Alles Verrätersicht ist klar. eh sehr gering. Also, ich bleibe jetzt einfach Alles hier klar. stehen und ihr wisselt los. Und du zählst von 5 runter oder so. Okay. 5, Ja. 4, 3, 2, 1. Let's go! Oha, man bewegt sich ja richtig schnell. Ach so, darf ich jetzt reden oder nicht? Wie ist denn das jetzt? Ja, Ja, passt schon. Also kann ich jetzt Okay, eigentlich für so den wie wenn ich Modus, ganz normal müssen wir aufnehme uns nicht muten, glaube ich. mit meinen Zuschauern reden und gut, allerdings erzähle ich euch nicht, wo ich Ja, das bin. ist egal. Ich mute mich, ne? Das mache ich schon schlauer. So, okay. Weil, wenn dann erzähle ich denen, ich laufe hier gerade hier rum, ich laufe gerade hier rum, da ist keiner, das ist ja irgendwie Quatsch. Jo, wenn komm aus. Ach so, es geht doch auf, okay. Oh, da war einer, da war einer, wo ist er? Da war einer. Dann war da oben Ist vermutlich kein Task. Okay, da ist der nächste. jetzt doch die Übereinkunft, dass wir nicht reden oder was? Okay. Sonst könnte man sich auch gegenseitig Tipps geben, wo der gerade rumläuft. So. Oder wenn man die Task fertig hat, kann man sich verstecken. Oh fuck, fuck, fuck. Oh fuck. Nein! Also stimmt, man muss ja als Geist auch noch den Task finden. Oh, stimmt, Ja. lol. Ich Nur war wieder Geister kein. dürfen? Hm? Ja.
Ja gut, dann habe ich den, glaube ja, ich. Ja klar, es müssen ja alle den Task machen. Ich wende, sonst das dauert mir zu lange hier. Nicht, also wenn nicht die Geister auch den Task machen. Darf ich wenden? Ich hoffe, ich darf wenden. Ansonsten sollen sie mir sagen, dass ich nicht wenden darf. Wo ist dieser scheiß Task? Oh mein Gott, da, okay. Hm? Ja, okay. Ich war ja letzte, den ich hatte. Ich habe meinen ganzen Marathon gefunden. Da wollte ich dazu die Contamination gehen. Ich habe zwei, drei Leichen gesehen. Ich wollte sofort umdrehen, aber da war die Tür schon zu. Ich war tot. Ja. Ja, mein Task war bei Altman, also der war ganz woanders. Meiner war in der Cafeteria. Meiner war in dem Grünzeug-Ding. Jeder hat einen eigenen Task. Ah! Ja, weil wir keinen Comment-Task eingestellt haben, sondern einen Short-Task. Ein Short-Task ist für jeden unique. Ein Comment-Task wäre jetzt ergibt es für mich mehr Sinn, weil ich eben dachte, fünf Leute suchen einen Task, dann geht jeder in eine Richtung, dann müssten sie den erfinden. Okay. Fünf Leute suchen jeweils einen Task. Jetzt ergibt es für mich mehr Sinn. Okay. Darf ich als Imposter wenden? Ja, klar. Im Versteckmodus? Okay. Natürlich. Also du darfst alles machen, was der Imposter auch normalerweise machen darf. Außer okay, das macht's einfach. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, habe mich doch gewendet, aber dann war schon vorbei. Aber, genau, dass man als Geist weitersuchen darf? Ja, musst du, weil sonst können die Innocenten ja nicht gewinnen. Ja. Ach, weil jeder seinen Task finden muss. Genau, ja, jetzt jeder muss seinen Task fertig machen. Jetzt verstehe ich es viel besser. Das heißt, es sind ja fünf Tasks, die passieren. Genau, fünf Tasks müssen am Ende fertig sein. Und die Geister müssen dann logischerweise, wenn sie ihren Task als Leben da noch nicht geschafft haben, klar, müssen weitermachen. Ja, klar, okay, jetzt habe ich es verstanden. Na, dann macht das viel mehr Sinn. Okay. Ich behaupte trotzdem, dass es extrem schwer zu gewinnen für den Imposter auf dieser Map, weil die einfach so klein ist, aber gut. Aber dadurch, dass ich wenden kann, sehe ich recht viele Gegner und der Kill-Cooldown auf 10 ist halt echt angenehm gewesen. Also ich konnte halt einfach drei Leute in diesem Gang killen. Aber mit dem Reden, wir wollen was machen. Ja, also ich denke, ihr als Imposter darf nicht reden, weil ihr wisst sonst, wo ich bin. Das ist ja Quatsch. Ja, aber das Ding ist, es ist auch ziemlich einfach, wenn die Innocenten sich dann gegenseitig ansagen können, wo Conan gerade rumläuft. Ja, klar. Der Imposter. Ich würde sagen zum Beispiel, ihr müsst euch jetzt nicht insofern muten, dass wenn ich jetzt euch kille, dass ihr dann nicht sagen könnt, ach verdammt, der hat mich erwischt oder irgendwie sowas. Ja, sowas kann man machen. Ansonsten wäre es, es wäre vielleicht trotzdem schlau, weil wir lassen es einfach so. Dann ist es, es ist deswegen vor allem besser, wenn wir nicht reden, weil wenn die anderen wissen, jetzt ist der und der tot, dann ist es ja trotzdem schon was. Ich denke, man sollte Überraschung lassen. Ja, stimmt. Dann weiß man ja, wer schon tot ist. Genau. Stimmt. Dann weiß man zwar, und der Geist hat ja dann sozusagen, es ist leichter, der muss ja nur über die Map schweben. Ja. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir lassen es praktisch wie bisher. Den Anfang können wir genauso machen. Wer Crewmitglied ist, macht die Augen zu, dann wird Com aktiviert und dann läuft die Geschichte. Ja doch, dann verstehe ich das Ganze viel besser, wie es funktionieren soll. Okay, ist interessant. Ja. Ist interessant. Jemand noch Fragen oder machen wir gleich die nächste Runde? Ja, passt, glaube ich. Nächste Runde. Falls übrigens niemand direkt was ansagt, dann bin ich wahrscheinlich der Imposter, weil ich brauche nämlich 10 Sekunden länger, um zu laden als ihr. Okay. Wollte ich nur schon mal gesagt haben. Alles klar. So, also dann jetzt noch nicht Augen zu, sondern erst gucken, wer man ist. Genau, wenn der Crewmate steht, dann sofort Augen zu. Ich werde ja kaum wieder Imposter sein. Darf ich auch umdrehen? Ja, Crewmate, Augen zu und warten. Ja. Hier, Counter ist Imposter, ESO. Okay, dann musst du Com aktivieren. Moment. Das dauert ein bisschen, bis du es aktivieren kannst. Dann muss ich bis 5 zählen, oder wie? Nee, dann machen wir die Augen erstmal auf, wenn du Com aktiviert hast. Ist Com sabotiert? Das ist das WLAN-Zeichen auf der Sabotage-Map. Ach, Mitte und. Ich gehe die ganze Zeit auf die normale Map. Das ist das WLAN-Zeichen, ja. Jetzt ist es deaktiviert. Dann können wir jetzt die Augen aufmachen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, komm, das sabotiert, sehr schön. gut, dann Counter, gehst du jetzt einfach da oben auf den Punkt. Genau, okay. Und zählst bis 5 und wir hauen ab. Und ich mute mich jetzt schnell wieder. Soll ich euch sagen, wo mein Task ist? Ich stehe davor. Das ist ein bisschen unfair, aber okay. Okay, dann 1, 2, 3, 4, 5. Ha, gefunden. Nee, das ist Com. Ups. Scheiße, das ist ja Com. Ich will ja Com gar nicht machen. Mein Gott.
Hier ist nix. Man kann ja eigentlich die kurzen, die langen kann man ja ausschließen, ne? Scheiße. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mich ja richtig verstecken und dann kriegt er mich. Okay, wir sollen nicht sprechen, sorry. Okay, ich hab meinen Task. Also eigentlich kann ich jetzt sterben gehen. Nur gerade so passend. Mann. No, don't kill me. Eigentlich darf ich nicht sterben gehen, weil ist ja Quatsch. Benny muss noch suchen. Lol. Wie geht da? Okay. Der liegt ja sehr interessant. Rasierer lebt auch noch. Ja, nee, man darf sich nicht einfach töten gehen lassen, weil dann ist natürlich Quatsch. Gewinnt er ja schneller, das war Schwachsinn. Aber ich habe auch jetzt nicht damit gerechnet, dass er gleich da ist. So, ich verlasse jetzt diese... Nein. Diese unsägliche... Hattest du ernsthaft den 1 Minute Wart-Task? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich war die ganze Zeit am Launchpad, hab da gewartet und ich hatte Angst einfach, dass er dahin wendet. Ja. Das war scheiße. Ich hab's gesehen. Ist dieses Warteding tatsächlich eine der kurzen Tasks? Scheinbar. Ja. Das ist ein Short-Task. Ja. Ich glaube, Long-Tasks sind nur alle Sachen, die aus mehreren Teilen bestehen. Das sind Long-Tasks. Oh Gott, okay. Long-Task ist zum Beispiel das Wire. Und das Wire oder die Pflanze bewässern, ja. Oder... Die Pflanze bewässern ist eine kurze Task. Was? Aber es sind auch zwei Teile. Ja, das ist wirklich eine kurze Task. Hä? Okay, dann okay, bisher dachte ich immer, dass die Unterscheidung wäre einfach, wie viele Teile der Task hat, aber jetzt verstehe ich es nicht mehr. Jetzt verstehe ich es auch nicht mehr, was lang und kurz ist. Aber gut. Ist aber interessant. Counter, wie fandest du es als Imposter? Ja, ich habe erstmal vergessen, dass ich wenden konnte und wollte dann... Ah, ja. Ich muss sagen, ich war doof. Nachdem ich meinen Task hatte, war ich eigentlich so, ja gut, ich meine, jetzt kann ich ja eh umgebracht werden, aber ist natürlich Schwachsinn, weil das macht ja dann leichter. Er muss ja töten. Also eigentlich genau, okay, ich bin fertig, aber ich muss natürlich dann immer noch verhindern, dass ich gekillt werde. Genau, eigentlich, sobald du einen Task hast, musst du dich in irgendeiner Ecke verstecken, wo er dich nicht mehr findet. Ja. Und dann bin ich ihm mehr oder weniger fast, nicht freiwillig, aber mit gutem Gemüt in die Arme gelaufen. Deswegen, ich wollte in dem Moment, wo er mich gekillt hat, wollte ich gerade ansagen, ah ja, geil, dann kann ich mich jetzt da verstecken. Und genau in dem Moment kommt er mir entgegen. Okay, aber doch ist interessant. Finde ich witzig. Ja. Okay, machen wir doch direkt weiter. Wir können ja mit der Zeit, sollte es irgendwann zu leicht werden, auch die Tasks um 1 erhöhen zum Beispiel. Ja. Sollte es zu schnell gehen. Können wir ausprobieren. Okay, ich starte die nächste Runde. Da kriegen wir jetzt auch mehr Runden in das Video. Das ist auch schön. So. So. Dann, okay, Besatzung, Augen zu. 11. Achso, und die Zuschauer, wenn ihr nicht wissen wollt, wo mein Task ist, dann macht ihr natürlich auch einfach die Augen zu. Ich bin der Imposter, ich mach schon. Ja. Ich drücke auf Communications, es passiert nichts. Ich sage, es dauert ein bisschen. Das geht nicht sofort. Jetzt. Ich habe komm sabotiert. Ja, perfekt. Augen auf. Sehen wir. Gut. Okay, ich mute mich und du zählst runter. Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1, los. Das ist... Ah ne, das ist immer der gleiche Fehler bei mir. Unfassbar. Geht der ist es diesmal nicht. Er ist es auch nicht. Oh no! Okay, aber jetzt kann ich suchen. Kann ich meinen Task suchen. Wahrscheinlich dann irgendwo hier oben. Nee, dann hier oben. Weil jetzt habe ich alles durch. Hä? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Ist irgendein Vent verstopft? Ich finde meinen Task nicht. Bin ich dumm? Oh nein, der killt richtig viel. Habe ich den hier vorne? Hier ist auch nichts. Hä, wo ist mein Task? Ich war doch jetzt überall. Scheiße.
Ja, wo ist mein Task? Irgend so ein Kasten dann vielleicht? Und das ist kein Task, das ist der Türlock. Hier habe ich. Hä? Yes. Ich habe meinen nice. Task nicht gefunden. Ich war überall. Ich habe den nicht gefunden. What the fuck? Okay. Ich war gefühlt überall. Ich bin mit dem Geist über die ganze Map geschwebt. Ich weiß nicht, wo der war. Okay. Dort hast du mich nicht im Reaktor stehen sehen. Ich hab kurz gedacht, da steht jemand. Du standst oben rechts in der Ecke, ne? Ja. Ja, ich hab ganz kurz habe ich was aufblitzen sehen. Ich dachte so, stand da einer? Nee, das habe ich mir eingebildet. Das wird jetzt sehr gut. Aber der blinkt schon auf, wenn man dran vorbeigeht, oder woran sieht man, welcher Task der dann ist? Der blinkt auf, ja. Der bin ich ja umrandet. Hä, ich bin doch an allem, was ein Task sein kann, vorbeigeflogen. Vielleicht war es ein Vent. Vielleicht war da ein Vent verstopft. Ich muss wieder blind sein, einfach. Oh Gott, wahrscheinlich sieht man es mehrmals blinken und Zuschauer sind so, du bist einfach so blind. Ich wette, ich hätte den gesehen. Oh mein Gott. Ich habe einfach den scheiß Task nicht gesehen. Waiting for who's? Okay, ja, wir machen direkt weiter. Oh Mann, ey. Okay, das ist ja doch ganz schön lustig. Ich habe einfach den scheiß Task, ich versteh's nicht. Das muss ich mir da auch mal angucken. Ja, das macht Spaß. Ich sehe ja, das Schöne ist ja, am Anfang kann man ja jetzt sehen, welcher Task es gewesen wäre, wo ich hätte hingehen müssen. Das ist natürlich sehr interessant. Das nächste Mal, wenn ich denke, ich sehe einen Fuß, dann gehe ich da einfach nochmal hin. So, okay, wir können ja nicht direkt schon starten, weil wir müssen uns nicht sofort muten, wir quatschen ja eh erst noch. Und jetzt ist wer Imposter? Ich nicht. Augen zu. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin's wieder, hey. Ich war schon. Immer wenn es so lange dauert, bin ich's, weil, wie gesagt, ich brauche eine Weile, um zu laden. Ja, bei mir hat es auch lange gedauert. Okay. Moment, nee, Moment, jetzt ist an. Okay, sehr schön, dann mute ich mich und du zählst runter. Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1, los. Oh Gott, er ist jetzt aber richtig schnell unterwegs. Unterwegs hinter mir. Aber hier hochlaufen ist halt schon mal dumm, weil das ist... Oh nein, ich wollte nicht... Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich habe ihm die Tür zugemacht. Oh mein Gott. Hier blinkt nichts, ne? Ich habe hier jetzt wirklich gut geguckt. Hier hat nichts geblinkt. Wie kommt man jetzt hier eigentlich raus, ohne dass er... Ja gut, man muss halt hoffen, dass er nicht da ist. Ich hoffe, der liegt da jetzt nicht tot. Dann habe ich sein Schicksal besiegelt. Okay, der... Nein! Verdammt, ich... Ich wollte das mit der Tür nicht. Das war keine Absicht. Oh Mann. Ich hab meinen Task. Nice. So, jetzt einfach nur nicht gekillt werden. Ich meine, er hat ja eine sehr eingeschränkte Sicht. Das ist ja das Schöne. Man kann ja so ein bisschen, wenn man sieht, er kommt, kann man ja abhauen. Wo ist er denn? Hä? Hallo? Hier sind schon richtig viele Toten, ne? Ja, ich glaube, die Verbindung. Okay, Gott sei Dank. Benny hat sich ein bisschen rumteleportiert. Ich stand genau auf Benny drauf, einmal war der Typ weg. Ich so, what? Ey, Rasierer, sorry, ich wollte nicht die Tür vor der Nase zumachen. Ja, das hat mir leider das Leben gekostet. Ich war so, oh nein, ich dachte, er kommt noch rein und ich habe einfach die Tür zugemacht. Ja, ganz ehrlich, dann wäre ich durch den Wind gegangen. Also ich glaube, das wäre kein Ausweg gewesen. Ja, im Endeffekt. Ja. Weil man kann mit dem Wind in den Kontaminationsbereich rein und dann wären ihr beide tot gewesen, so ungefähr. Ja, okay. Aber es hat sich sehr schlecht angefühlt. Ich laufe so durch, er kommt so hinterher, ich klick so drauf und die Tür geht einfach vor ihm zu. Ja. Ah, ich habe mich so schlecht gefühlt. Das war aber schon, oder wie knapp war das? Also hatte... Wie ich hatte meine Task, ich weiß nicht. Ich habe ihn diesmal gefunden. Wer hatte seinen Task denn noch nicht?
Ich hatte noch die Warten-Task und hatte noch eine oder zwei Sekunden, dass ich. Also, dass die Warten-Task dabei ist, ist schon kritisch. Ja, das ist echt critical, ja. Aber die kann ich wahrscheinlich auch nicht rausnehmen. Ja, deswegen hatte ich. Okay, da hatte ich. Da hatte wobei, ich, da hatte wenn ich die Warten-Task eine kurze Aufgabe ist. Ja, was sind denn die langen Aufgaben? Dann wär's Hölle? Doch. Dann kann ich die doch sogar rausnehmen, indem ich lange Aufgaben reinnehme. Das stimmt. Ist vielleicht die Asteroiden abschießen. Ist das was Langes? Wahrscheinlich. Nein, und wie wir ja festgestellt haben, sind die Wires lang, aber die Wires sind halt auch wirklich lang. Ich meine, aber das wäre ja nicht mal so schlimm, glaube ich, wenn man sowas wie Wires hat, weil da weiß man, in welche Richtung es in etwa danach gehen könnte. Also ich sag's mal so, das wäre lustig, aber das würde es nicht unbedingt einfacher machen für die Innocenten, würde ich behaupten. Nee, einfacher nicht, aber dieses 90-Sekunden-Ding wäre weg. Ja gut. Ich würde es mal probieren einfach. Wir können es ja mal probieren und gucken, wie es läuft. Ja, mach mal einen Long-Task statt einem Short-Task, genau. Probieren wir es einfach. So. Ja. Okay, probieren wir es aus, schauen, wie es läuft. Könnte man auch Tasks ganz ausstellen? Was passiert dann? Ich glaube, dann geht's nicht los. Aber können wir mal ausprobieren, ja. Der gewinnt man direkt. Okay, Besatzung, Augen zu. Ernsthaft? Oh mein Gott, ich bin's wieder. Junge. Ja, ich mach schon. Sorry. Ey, wenn du es jetzt noch danach nochmal willst. Dann darf jemand anders. Ich will warte. Auch mal. Ja, jetzt ist es aus, Communication ist an. Ja. So, ich mute mich und du zählst runter. 5. 4, 3, 2, 1, los! Ah! Ich merke aber das nächste Problem, wenn es nämlich ne. Oh lol. Das Ding ist einfach eine Long Task. Wieso ist das jetzt eine Long Task? Das ist in 10 Sekunden fertig, das andere braucht 90 Sekunden. Wahrscheinlich ist. Ja, okay, aber das andere sind 2 Klicks. Man muss zwischendurch warten, aber die Task selbst geht schnell. Ich glaube, so kann man sich das vorstellen. Ich glaube, die Long Tasks sind Dinge, wo man lange dran sitzt. Und die man wo man sagt, den Bildschirm lange hat. Ich glaube, das sind Long Tasks. Und es gibt davon weniger, das heißt, es zu suchen ist eigentlich fies. Das macht's leichter. Long Tasks sind nicht 2 Abschnitte. Ich glaube, so rum ist es. Muss ich gleich mal ansprechen. Ich glaube, so rum ist es. Weil das ergäbe Sinn. Asira sucht noch. Ah, okay, er hat Wires. Er hat ein Wire-Ding. Aber Rasiro, du musst weitersuchen. Ach so. Scheiße. Ja, endlich mal. Ja, ich habe eine Minute lang niemanden gefunden. Ich habe so rumgerannt und habe gar nicht gewusst, ob ich überhaupt noch eine Task habe. Das ist natürlich auch geil bei Comms, wenn man natürlich nicht aufpasst, dann weiß man nicht, ob er den Task schon gemacht hat. Also ich hatte diese Task, wo man so einen Schieberegler nach oben schieben muss und dann hat sich dann irgendwann noch rausgestellt, dass ich noch diesen Task habe, wo man diesen Schalter oder diese... Ja, weil genau, die zusammengehören. Das ist ein Task, die gehören zusammen. Aber interessant war jetzt dieses Medbay-Ding, dieser Scanner war jetzt eine Long-Task. Ich glaube, kann es sein, dass Long-Task auch sowas ist, praktisch, wo man einfach länger den Bildschirm hat, weil ich kann ja nicht raus aus diesem Scanner-Ding. Und bei der 90 Sekunden, den startest du ja kurz, machst einen Klick und gehst aber halt weg. Normalerweise bleibt der ja nicht dran stehen. Also der File-Upload, den darf man ja nicht schließen und das war auch ein Short-Task. Und die Wires sind da sieht man ja auch nur ganz kurz den Screen und ja, das ist auch lang, das ist ein Long Task. Ich verstehe es auch nicht. Aber wie ist es jetzt? Gibt es mehr lange oder mehr kurze Aufgaben in der Map? Weil ich habe mir jetzt auch überlegt, wenn ich lange Aufgaben reinnehme, brauchen wir die kurzen ja gar nicht suchen. Mehrere lange gibt's schon. Ja, es gibt schon mehrere lange, aber es gibt nicht so viele, wie es kurze gibt, das stimmt.
Also wäre es ja doch wieder fairer, rein. Kurze reinzunehmen, ne? Ich sagen ja. Ja. Aber es ist echt schwierig. Short-Tasks gibt es überall, ich glaube Long-Tasks gibt es halt nur 5 Stück oder so. Ja genau, deswegen, ich habe mir dann gedacht, da muss ich ja gar nicht alles ablaufen und dann hat aber eh schon das Mad-Bating geleuchtet und dann kamst du gleich hinterher, ist ja klar, weil das ist der erste Gang. Ja. Ich glaube, da wäre es fast schlauer, man versteckt sich und geht dann zu dem Mad-Bating zurück. Ja, wenn man sieht, dass man das hat, ja. Dann lässt dich erstmal dran vorbeilaufen sozusagen, ja, irgendwie so. Ja. Aber okay, aber jetzt haben wir wieder kurze Aufgaben reingenommen, gucken wir einfach mal, wie es läuft. Ist auf jeden Fall interessant. Tatsächlich ist diese Gießkanne, wo man dann diese Blumen gießen muss, eine lange Task. Aha, siehst du? Ja, also das hätte ich mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht wäre, weil es zweiteilig ist. Die hatte ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal, seit wir jetzt auch nicht aufnehmen. Die ist lustig. Ich hatte die einmal. Ich hatte die gerade eben. Okay. Deswegen. Okay. Let's go. So. Wenn ich es jetzt nochmal bin, dann gebe ich das freiwillig ab. Aber wie denn? Erfahrung, indem ich mich einkille und selbst im Auge zu. Ja, ich bin's. Jawohl. Sehr gut. Also, mach ich nochmal, Junge. Ich klicke, ich klicke, ich klicke, ich klicke. Es ist sofort hier. Yay. Danke. Okay. Danke. Ich mute mich, du zählst runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, das ist auch mein Weg. Jetzt kommt er hier gleich runter, ne? Safe kommt er hier gleich runter. Oh shit! Ich muss erstmal abhauen. Wo kommt er jetzt her? Er ist gegangen. Okay. Ich habe da oben noch nicht alles geguckt, das ist das Problem. Das ist nicht mein Task. Okay, also hier ist nichts, ne? Shit, ich finde meinen Task schon wieder nicht. Aber ich war auch noch nicht zum Beispiel jetzt da oben. Da war ich halt noch überhaupt nie. Da wird es schon da oben sein. Hoffe ich jetzt mal, weil sonst bin ich wieder blind gewesen. Dang it. Ah, gefunden. Das kenne ich gar nicht. Was muss ich da tun? What the heck? Okay. Alles klar. So, und jetzt verstecken. No! Yo, was ist das denn für eine Killdistanz? Oha, okay, alles klar. Huch. Reggie sucht noch. Ist er rausgewendet? Oh, Gott sei Dank ist er dann rausgewendet. Sonst hätte er Greg jetzt auch noch mitnehmen können. Eieieiei. Ah, er hat's gefunden. Win. Oh, das wird knapp. Oh, yeah. Yeah. Oh, das war knapp. Das war ultra knapp. Scheiße. Das war ultra knapp, Alter. Ich hab ihn reinlaufen sehen in Mad Bay und er stand bei der Hälfte und ist wieder umgedreht. Ich stand ganz in der Ecke. Das muss mega knapp gewesen sein. Ich hab die ganze Zeit meine Task einfach nicht gefunden. Es war ganz unten rechts im Balcony, das Ding. Ah, okay. Ich hab den Benzinkanister am Anfang gehabt. Ich hatte schweinisches Glück gehabt, ey. Ich stand in dem Gang vor Launchpad, also vor dem Anfang unten links. Und dann hatte ich eine Eingebung und bin dann zu Mad Bay gegangen, habe ich da unten rechts die Ecke gestellt und wirklich ein paar Sekunden später kam Counter vorbei und der hätte mich da halt gesehen und gekillt und dann hätte er gewonnen.
Also ich bin ja eine Weile zwei hinterhergelaufen, habe die ganze Zeit auf Kill geklickt und dann bin ich mit der Maus weggerutscht und war dann auf dem Desktop. Da bin ich nicht hingelaufen, sind, ey, das war sehr nervig. Es gibt auch einen Knopf für Kill. Ich weiß nicht, welcher es ist. Ich glaube sogar K. Oha. Müsst ihr mal googeln. Also auf dem Controller ist das ein Knopf bei mir. Good to know. Aber ich meine, es gibt da einen Hotkey für. Das ist vielleicht für den Modus hier ganz hilfreich. Muss man dann schauen. Also wenn es nicht K ist, dann erzähle ich gerade Fake News, aber es gibt bestimmt einen Knopf. Okay, ich starte mal die nächste Runde. Das macht richtig. Ich will mal wieder Imposter sein. Ich auch. Das ist echt ein cooler Modus. Ich war gar nicht hier. Vor allem, wenn sie das mal richtig implementieren, okay, für wieder Besatzung, dann wird es ziemlich cool, glaube ich. Wenn man dann nicht so... Jawohl, das erste Mal Imposter heute. Jawohl. Sehr gut. So, und Kommunikation ist... Moment. Dauert einen Moment. Moment. Einfach draufhämmern, bis es ausgeht. Jupp, ist jetzt aus. Sehr schön. Sehr schön. Ich mute mich, du zählst runter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lull. Ah, gefunden. Schub. So. Jetzt einfach aufpassen, nicht gekillt zu werden. Weil dann kann er ja auch nicht gewinnen, das ist ja das Ding, ne? Ich habe jetzt ja den Task, aber wenn ich nicht gekillt werde, kann er auch nicht gewinnen. Wenn ich mich hier hinten verstecke, und selbst wenn er jetzt hier irgendwo herkommt, kann ich ja trotzdem recht gut... Oh ja, okay, recht gut abhauen ist jetzt wieder was anderes. Weil ich verstecke mich einfach mal hier. Why not? Wir probieren es aus. Und übrigens eben, wo ich im Poster war, festgestellt, dass der Admin-Table nicht funktioniert, wenn Comms sabotiert ist. Ja. So also zur Info, falls jemand auf die Yo. Idee kommt. Yes! Win! Aber ich hatte vergessen, dass du Imposter warst. Warst du gerade am Ende im Greenhouse? Ja. Ja, dann warst du eine Sekunde davor zu gewinnen, weil ich stand nämlich im Greenhouse unten rechts in der Ecke. Achso, ich hab da oben, da bei dem, hinter dem Glasteil habe ich jemanden gekillt. Ja, da hast du mich gekillt. Aber konntest du mich killen, als du vor dem Glasding standest? Ja, konnte ich. Aber ich habe mich da vorne auch versteckt, deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ich da jemanden versteckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, du musst bis nach hinten zu mir laufen. Also sollen wir die Killstanz vielleicht mal runterstellen? Haben wir auch schon überlegt, ja. Weil ich fand gerade ein bisschen komisch, dass er vor dem Glasding hochgehen kann und ich wollte so gerade loslaufen und ich war schon tot. Vielleicht ist die Anzeige einfach nur falsch. Das hatte ich vorhin bei Counter auch schon, dass ich so hinterm Tisch war und er war vor dem Tisch und ich war tot. Ja, doch, das geht. Das geht. Kill Distance Medium heißt, dass du quasi nicht durch Wände, aber durch so ein paar Objekte kannst du schon einen killen. Ich mach die mal auf kurz. Zum Beispiel hier, ich stehe jetzt auf der anderen Seite von dieser Kiste und okay, Counter ist ein bisschen weit weg, aber wenn jetzt Karl und Benny stellt sich hier auf die andere Seite und dann könnte ich ihn jetzt von hier aus wahrscheinlich sogar killen. Ich mach die mal auf kurz, weil dadurch, dass wir die Verräter sich drunter setzen, kriegt er praktisch eher durch den Kill-Button schneller den Kill, als dass er jemanden sieht. Genau. Das hatte ich halt auch ein paar Mal, also durch den Kill teleportiert sich der Imposter dann auch so ein Stück, also du wirst dann halt nach vorne geschleudert. Genau. Okay, dann habe ich jetzt mal Kill-Distanz runtergesetzt. Ja, ich weiß gar nicht auswendig, wie short ist, aber es sollte auf jeden Fall helfen. Ja, es ist aber das Letzte, was noch geht. Also es gibt kurz, mittel und bis drüber. Ja, lang ist heftig. Da stehst du an einer Ecke des Ganges und an der anderen Ecke steht der Imposter und der killt dich. Also das ist okay. So ungefähr. Das muss also nicht ganz so schlimm, aber. Okay, gucken wir mal. Also wer auch immer jetzt Imposter ist, du bist gebufft. Quatsch, genervt. Genervt. Okay. Genervt. Besatzung! Genervt, Gun. Oh, toll. Ich auch nicht. Crewmate. Wer ist es? Ich. Okay. Ich fühle mich genervt. Solltest mehr Nerf World spielen. Mhm.
ist deine Aufgabe. Ich habe das schon gespielt. So, es ist vollbracht. Yay. Danke. So, fünf, okay. Drei. Zwei. Eins. Null. Da legt er einfach schon wieder los hier. Lol. So, jetzt gehe ich gleich hier hoch. Hier, da ist nisch. Da ist nisch. Weil das ist schon ein bisschen komisch, wenn man wirklich so sich versteckt und trotzdem kann er einfach da durchkillen. Ne? Das war ein bisschen merkwürdig. Weil jetzt, wenn er jetzt mir entgegenkommt, dann bin ich halt geliefert. Okay. Ah, ist wieder das hier, okay. Wusch! Na, mach wusch. So, jetzt geht's wieder ums Verstecken. Wobei ich ja fast am liebsten jetzt mal testen würde, wie das mit der Killdistanz ist. Bin ich ja ganz ehrlich. Wo könnte... Okay, er war wirklich nah dran. Wir haben es getestet, würde ich sagen. Gut, wir sind fertig. Wir noch ein bisschen gucken. Nice. Wing. Okay, ja, okay, das war noch nicht mal so knapp. Okay, gut. Ja. Ich hatte den letzten Task, ich hatte diesen File-Upload in Office. Ja, würdest du sagen, du wurdest stark genervt mit der Kill-Distanz oder war das okay? Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich jemanden hätte killen sollen, den ich nicht gekillt habe. Okay. Aber also mich hast du ja auch direkt erwischt. Ja, du bist ja direkt durch mich gelaufen. Fast. Ja, so ungefähr. Okay, ich würde direkt weitermachen. Oh. Go for it. 36. 36 Sekunden, Minuten. Alles gut. Schon wieder Besatzung. Augen zu. Das gibt's doch nicht. Ich werde heute nicht mehr, glaube ich. Ich auch nicht, Junge. Ich bin Crewmate. Ich bin's wieder. Jawohl. Jetzt kommt alles auf einmal, so. Kommunikation. Jetzt. Okay. Sehr schön. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich habe gerade noch eine WhatsApp geschrieben, ich habe aber nichts zu sehen, kann das. Gehen wir diesmal als erstes hier hoch. Jetzt habe ich ja Glück, ich habe kein Glück. Ach, verflucht, warum sollte ich auch Glück haben? Hm, ah, wait. Nee, okay. Oder was ist das denn für ein komischer Task, aber das war was anderes. Ah, okay. Wir säubern eine Runde. Das war's. So, jetzt abhauen und vor Blau verstecken. Öp. An sich bin ich hier nicht safe, weil da kann er rein und ich nicht raus. Ja. Willst du nochmal hinter dem Glasding probieren? Dann könnten wir wirklich mal testen, wie es jetzt mit der Kill-Distanz ist. Würde mich jetzt nur nochmal interessieren. Er muss ja killen. So, wenn er nicht killt, dann hat er ja nicht gewonnen. Also entweder wir schaffen Tasks vorher. Oh. Gute Idee eigentlich, sich ineinander zu verstecken. Es hat was. Dann killt er vielleicht nur einen und checkt nicht, dass da ein zweiter war. Gar nicht so dumm. Nice. Ich hab niemanden gefunden. Nice. Das ist ja absolut schlimm. Du bist gerade Storage gegangen, oder? Ja. Da war ich. Sehr gut. Ich habe gerade meinen Task nicht gefunden. Ich habe gerade gedacht, ich mach mal Plan B, und zwar habe ich mich hinter Conan gestellt, und die Idee war nämlich, falls er ankommt, wäre ich schnell weggelaufen.
Ach, du wärst weggelaufen. Ich dachte so, du machst es so auf dem Modus, er killt einen und dann geht er wieder und denkt, er hat die Leute erwischt und sieht nicht, dass ein zweiter da war. Nee, das Problem ist, wenn beide auf dem Haufen stehen, dann kann es unter Umständen passieren, dass er uns dann beide gleichzeitig killt. Also oh, das passiert manchmal. Es geht? Ja, es unter Umständen kommt das vor. Aber dann wäre deine Idee ja nicht so gut gewesen. Ja, deswegen wäre ich weggelaufen, sobald ich den gesehen hätte. Aber dann kann er dir hinterherlaufen. Ja, stimmt, aber er kann nicht uns beiden gleichzeitig hinterherlaufen. Ja, nee, aber so den Idee einen gewesen. Hat er schon gekillt. Ja, okay, aber dann... Aber da also theoretisch, vielleicht hätte es auch funktioniert. Ich dachte jetzt erst, deine Idee war sozusagen, er killt einen und dann sieht er den zweiten nicht, aber... So ist auch interessant. Okay, zwei Leute kurze fehlen. Kurze Anmerkung. Ja. Kurze Anmerkung, der Benny ist raus, dem sein Akku ist leer. Oh, okay, alles klar. Uff. Ja, aber das macht's schwieriger für die Crewmates. Oder für den... Nee, doch. Naja, es gibt noch 4 Tasks. Ja, aber der Imposter muss auch nur 3 killen. 4. 4. Ja. Achso. Ja, ich glaube, es kann ist... Kann man so oder so sehen. Ich glaube, es ist ausgeglichen beim Verstecken. Wenn wir zu 5 sind, muss er 3 killen. Einer ist er selbst und einer ist ja... Ach so, man muss ja nicht alle... Oh, das habe ich ganz verdrängt, denn man muss ja nicht alle killen. Eben, also nur 3. Nee. Muss nur 3 killen, nicht 4. Oh, stimmt. Also je weniger wir sind, desto einfacher wird es. I see. Zu 5 soll es trotzdem noch gehen, denke ich. Ja. Aber hat Benny am Handy gespielt oder wie? Ja, auf dem einen Handy hat er gespielt und auf dem anderen war er auf Discord. Und beide sind jetzt leer. Ah, okay. Geil. Kein Computer zur Verfügung, okay. Nee. Gut. Das ist fast so gut wie mein Setup, aber ich habe zumindest die Switch am Netzstecker. Ja gut, wir sind also ein paar technisch jetzt bald am Ende des Parts. Ich denke, da machen wir noch so 2 Runden jetzt halt dann ohne Benny und dann sind wir sowieso schon... Oh, ist 1:30. Was? Dann bist du nicht mehr. Dann könnten wir es auch für heute dabei belassen und gucken, wie es morgen läuft. Ja, man kann sich jetzt so diese Zetsnes-Uhr in der Ecke vorstellen, da würde jetzt 0:30 stehen. Genau. Entschuldigung, 0:19. Ja, also aufgerundet 0:30. Okay, dann starte ich noch eine schnelle Runde, dass wir vielleicht noch 2 oder 3 Runden hinbekommen. Jo, mit Self-State. Mit Rebind. Ja, ich rewind einfach, wenn ich gekillt werde. Perfekt. Among Us Tour. Ach, schon wieder Besatzung. Okay, Augen zu. Ich auch schon wieder. Among Us Any Percent Tool Assisted Speedrun ist das jetzt. Ich bin der Imposter. Ich bin es. Sabotagen. Communications. Ich drück drauf. Es passiert noch nichts. Immer noch nicht. Jetzt. Gut. So. 5. 4, 3, 2, 1, los. Wenn man merkt, dass es da oben ist, würde ich ja trotzdem, ehrlich gesagt, erst weggehen und dann später wieder hingehen, dass man halt nicht stirbt. Weil wenn man da stehen bleibt, ist man ja automatisch tot. Das muss ich auch mal gleich ansprechen. Also ist zumindest mein Gedanke, dass das nicht so klug ist. Aber gut. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Man weiß es nicht so genau. Ah, erwischt. Oh no! Irgendjemand ist da hochgelaufen. Ich habe Angst. Hau ab. Geh ich denn hin? Oh Gott! Oh Gott! Er hat schon 2 erwischt. Aber hier oben bin ich halt auch nicht wirklich safe. Er kann dadurch... Ich müsste mich aber irgendwo hinstellen, dass der durch die Vents nicht sieht. Okay. What? Puh. Wo wart ihr denn? Boah. Ich bin gerade zum Reaktor hochgelaufen. Hä? Okay, ja, dann müssen wir uns genau verpasst haben. Weil da lagen 2 Leichen auf meinem Weg. Ich war am Anfang die ganze Zeit im Reaktor und ich bin dann nach oben rechts gewechselt, weil ich dachte, da seid ihr, aber dann scheinen wir uns genau verpasst zu haben. Ich wollte mal kurz eine Sache anmerken, weil ich das immer sehe, dass manche Leute am Anfang gleich stehen bleiben. Ihr seid doch dann sofort tot. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Okay, weil ich wollte sagen, selbst wenn man merkt, dass am Anfang das Ding ist, dann sollte man ja trotzdem erstmal weglaufen.
Ich fand es ganz lustig, ich war in Decontamination, da gab es Xer rein und die Türen waren noch beide zu. Und ich habe ihn irgendwie noch abgeschüttelt gekriegt, als da der Rauch und so war. Dann bin genau, ich rausgegangen, weil aber dann hat er mich noch gekriegt. Ja. Ja, tatsächlich genau, weil ich dachte auch, ich hab dich easy, aber Shortkill Distance ist halt wirklich richtig short. Also ich war halt 2 Meter hinter dir und konnte dich nicht killen, also das war schon heftig. Ja. Das geht tatsächlich erst, wenn du wirklich dich den quasi berührst. Ah, okay. Ja gut, dann würde ich direkt weitermachen. Jo. Immer wieder Imposter sein, was ist das denn hier? Ja, ich war noch gar nicht in dem Modus. Könnt ihr einfach Computer tauschen, wenn ich bin. Oh ja. Samsung. Okay. Ich bin endlich mal, wow! Oh yay! Das... So, Augen zu. Ja, ich mach Augen zu, ich bin auch mit. Wer ist jetzt Imposter? Ich bin. Okay, ist aus. Oder ist an. Perfekt. So, dann einmal Mute. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los. Ich bin doof. Hä, er ist an mir vorbei? Hat er mich nicht gesehen? Ja, dann kann ich jetzt hier auch warten. Er kommt hier nicht nochmal zurück. Dann warten wir jetzt. Ist jetzt langweilig für euch. Tut mir leid. Aber nein, ich mein, nicht der Task. Ich muss es so Gott. Ich muss es so schnell wie es geht dann klicken, wenn es durch ist. Das ist bloß nicht dieser Task. Nein. Ist jetzt echt langweilig zum Zuschauen. Es tut mir leid. Aber ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Okay. Aber theoretisch kann er zurückkommen. Aber wir haben es gleich. Ja, aber 30 Sekunden, das wirkt, als ob das schneller runtergeht. Nee, scheinbar doch nicht. Ja, das sieht nur so aus. Oh, dauert das gefühlt ewig. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Ich hatte noch eine scheiß Sekunde bei dem Ding am Anfang, willst du? Oh, scheiße. Oh Mann. Aber hast du nicht gesehen, dass ich da stehen geblieben bin? Ich sag gerade noch so selber, man sollte nicht stehen bleiben, wenn ich Doofkopf bleibt da selber stehen. Ich hab dich nicht gesehen. Ach cool, okay, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, das war. Ich hatte noch eine scheiß Sekunde, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich der letzte Task gewesen wäre oder nicht, aber. Vermutlich. Da zu finden ist aber auch nicht gerade einfach. Aber ich hatte diesen behinderten Task, wo man im Labor den Kristall wieder zusammensetzen muss. Das ist auf der Switch total behindert, weil du nämlich die Kristallteile musst du über Bewegungssteuerung steuern. Das geht nicht mit dem Stick aus irgendeinem Grund. Ach du Schande. Ja, das haben die richtig behindert gemacht. Das und ich dachte, auf dem PC war das scheiße. Okay. Hatten alle anderen ihre Tasks fertig? War es jetzt echt mein Task, die es versaut hat? Nee, meine auch. Ich hab eben erst mein Vent gefunden. Ja, okay. Dann bin ich zufrieden. Gut, nächste Runde. Eine Runde würde ich noch machen und dann können wir abschließen. Okay. Dann haben wir wirklich halb eins. Ah nein, was mache ich? Hä? Ich hab mich. Okay, ich bin Imposter, sehr gut. Hä? Ich hatte mich nur verklickt. So, also Sabotage, Kommunikation ist aktiviert. Conan hat also die Hacks angemacht, ich verstehe. So. Dann zähle ich runter. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Achso, ich muss mich ganz schnell noch muten. Das kostet mich natürlich nochmal Zeit, aber ist okay. So. Sehr gut. Dann gehen wir mal auf die Suche nach meinen Opferchen. Hier ist niemand.
offenbar. Ach komm, wir wenden durch die Gegend. Das sind wir am allerschnellsten, würde ich mal vermuten. Weil die Frage halt ist, ob man die dann wirklich auch sieht. Ach, das ist. Da hat's gerade einen, da ist gerade einer. Ist der runter oder ist der hoch? Nee, der ist runter. Scheiße. Nein! Das ging gerade auf. Da ist einer raus. Hä? Ist jetzt einer? Jetzt ist einer drin. Nee, doch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Ist jetzt einer oben? No, ich bin zu langsam. Ich finde keinen. Könnte mich verarschen. Okay, ich muss in die andere Richtung. Ich muss hier hoch. Dahin muss ich. Da hat sich auch keiner versteckt. Da ist einer! Ich hab dich gesehen. Wo bist du lang? Wo gehst du lang? Wo gehst du lang? Wo ist er hin? Der ist... Oh mein Gott, die Killdistanz ist echt krass. Okay. Schade, Cordel. Was? Keiner ist tot? Was? Ich hab keinen erwischt. Wir rennen jetzt ein paar Runden um den Tisch rum. Die Killdistanz ist echt krass, wenn die kurz ist. Mein Gott. Oh mein Gott, okay. Krass. Okay. Oh. Ja, ich war am Anfang, bin ich ein bisschen durch die Gegend gewendet, hab leider keinen gesehen. Ja. Ich stand eigentlich am Ende die ganze Zeit neben dem 60-Sekunden-Ding. Ich hab schon gedacht, okay, er kommt jetzt locker gleich aus dem Vent. Kam nicht. Kam nicht. Ich hab gerade gesehen, wie du im Reactor ins Vent gegangen bist. Ich dachte so, oh scheiße, hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Aber kam sich wieder. Ja, das ist tatsächlich interessant, wenn man diese Sicht so eingeschränkt hat. Also ich stand weit genug vom Vent weg, dass du mich, glaube ich, auch nicht hättest sehen können. Also in my defense, aber ja. Das ist gut möglich, ja. Ich habe dann gesehen, dass ein paar Mal dieses Kontaminierungsding los ist. Dann bin ich runter, bin hoch, aber habe auch da keinen erwischt. Wahrscheinlich bin ich immer in die Das genau ist natürlich auch geil. Wenn du einfach unten das Kontaminationsding drückst und dann wegrennst. Oh! Stimmt, da kann man ein bisschen veralbern. Interessant, ja. Ich würde dann trotzdem noch eine schnelle Runde machen. Das war jetzt gerade sehr schnell. War okay. Gut. Perfekt, let's go. Dann ist aber auch wirklich halb eins. Ja. Besatzung. Augen zu. Doch. Imposter. Augen auf. Jawohl, Counter macht den Abschluss heute. Sehr gut. Ich kill jetzt einfach mal alle hier. Du mach es. Nicht diese Art von Imposter. Double Imposter. Ich glaube, das ist jetzt... Ja. Ja. Okay. Okay, perfekt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich gehe jetzt wieder als erstes da runter. Ah, ja moin. Easy. So. Jetzt könnte ich mit Counter dafür dieses Rennen machen. Und ihn ver... Ah, nein! Das gibt's doch nicht! Verflucht! Fast die gleiche Stelle wie vorhin. Oh, come on. Okay, aber dann verfolgen wir jetzt Counter. Wo ist er? Wo ist Counter? Hier nicht mehr. Ach so, ja gut, verfolgen ist schwierig. Easy. Jo, die Runden gehen so schnell rum. Sehr gut. Hab doch Con gekillt. Ja, fast genau wieder an fast genau der gleichen Stelle wie vorhin. Ja. Ja. Und das war nämlich mein Zeichen, um schnell wegzurennen, weil mein Task war nämlich direkt am Anfang, aber ich habe den jetzt nicht direkt am Anfang gemacht, sondern war einmal halt auf die andere Seite drauf und dann wieder zurück. Sehr gut. Okay. Dann klicke ich hier mal auf Beenden. Und damit ist die Lobby zusammengebrochen. Ja, wir sind zwar noch drin, aber ist okay. Ja. Ach so. Ich glaub das mal. Okay, ich dachte, die bricht zusammen, wenn der Host geht. Nee, das wird dann an den Nächsten übergeben, also der pickt dann einfach jemand anders als Host. Ah, okay, alles klar. Ja gut, aber die Aufnahme kann ich hier auch beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob euch Verstecken vom Zuschauen her auch gefällt grundsätzlich.
Und wir schauen mal, ob wir morgen nochmal weiter aufnehmen können, dass es noch ein paar mehr Parts gibt. Ansonsten war es das jetzt erstmal wieder für ein, zwei Wochen oder so mit Among Us. Aber ich denke, wir kommen morgen bestimmt noch dazu, ein bisschen aufzunehmen. Werden wir sehen. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Und tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.